Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bauchi-Off-Sendung. Heute könnt ihr mir dabei zusehen, wie ich das Gewächshaus von außen reinige und mir dabei zuhören, wie ich ein paar Gedanken zum Thema zivilen Ungehorsam mit euch teilen möchte. Weil es geht halt auch eben um den Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Warte, ich habe das hier irgendwo stehen. Hier, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, also die vom Bundesstaat, Staatsgewalt, vom Volke ausgehenden, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. So, und das ist ja offensichtlich eine Situation, in der wir uns gerade auch befinden. Und das Ding ist, dass viele Leute, glaube ich, gar nicht überhaupt gar nicht wissen, was ziviler Ungehorsam eigentlich ist, wie man das macht. Und deswegen wollte ich hier gerade einfach mal so ein paar Anregungen geben. Und zwar fängt vor allen Dingen für mich ziviler Ungehorsam damit an, erstmal alles zu hinterfragen, was ich einfach so glauben soll, weil mir das irgendjemand erzählt. Ne, vor allen Dingen, weil das in den Medien erzählt wird, die halt eben doch alle sehr, sehr gleichgeschaltet sind, auch wenn die sich da immer gegen wehren, gegen diesen Vorwurf, aber es bleibt nun mal eben einfach so, die sind gleichgeschaltet. Man bekommt, ne, da passiert irgendwas und dann bekommt man auf allen Sendern davon zu hören. Es ist nicht so, als würde irgendwo ein Attentat stattfinden oder jetzt hier meinetwegen Ukraine-Krieg oder so. Und dass dann mal irgendjemand auf ARD oder ZDF das mal links liegen lassen würde und stattdessen über weltumfassende Menschen- und Kinderhandel sprechen würde oder das mal thematisieren würde. Das ist das, was wir damit meinen, wenn wir sagen, es ist gleichgeschaltet. Es wird einfach sehr, sehr viel, was auch sehr wichtig ist, auf diesem Planeten unter den Tisch fallen gelassen, und zwar von allen. Und das ist Gleichschaltung. Das bedeutet nicht, dass alle dasselbe sagen, wie sie es immer missverstehen, wenn der Vorwurf angebracht wird. So, und genauso wie man halt eben Medien, zumindest zum großen Teil, einfach mal boykottieren sollte, sollte man auch Konsum einfach mal zum großen Teil, so gut es geht, boykottieren. Also das Nötigste kaufen, aber kein bisschen mehr. Stattdessen zum Beispiel, damit man irgendwann vielleicht auch überhaupt gar nichts mehr kaufen braucht, seinen Garten essbar zu machen. Ne, statt irgendwo demonstrieren zu gehen, wie scheiße wir alles finden, die Zeit stattdessen halt im Garten zu verbringen und da gerne auch Videokameras laufen zu lassen, um den Leuten zu zeigen, wie das geht, andere zu inspirieren und bla, und dann selber halt eben ein Medium zu sein, das eben nicht gleichgeschaltet ist. Dann gehört für mich sehr dazu, zum Beispiel auf das eigene Gewissen zu hören, statt fremden Autoritäten zu folgen und die als meine Autoritäten anzuerkennen. Und ich sage das nochmal, mein gutes Gewissen erlaubt mir Dinge, mein schlechtes Gewissen verbietet mir Dinge, und das macht das Leben ziemlich einfach, weil dann kann man letztendlich das tun, was man selbst für richtig hält, wenn man dann auch noch dabei. Also man wird dabei, das gute Gewissen wird mir zeigen, was ich machen kann von dem, was ich für richtig halte. Nämlich, wenn da jemand drunter leidet, dann wird automatisch das schlechte Gewissen sich melden und es mir verbieten. Muss man einfach mal ausprobieren, um es herauszufinden, dass das so ist. Ja. Und was dann halt für mich auch sehr wichtig ist, ist sich aus dem Gegeneinander rauszuhalten und freundlich zu sein, statt Hetze und Hass zu verbreiten. Und einfach mal unkonventionell zu denken. So, und zum Schluss würde ich euch gerne noch ein kleines Video reinlegen, das von einer, also das ist ein Zitat von einer Frau, die ihr einen noch kennen dürftet. Ich verabschiede mich, tschüss mit F. Und das Momente, hier. in denen Ungehorsam eine Pflicht sein kann. Momente, in denen man nur dann Anstand und Menschlichkeit wahrt, wenn man sich gegen einen Befehl,
gegen den Druck von Vorgesetzten oder auch den Druck der Masse auflehnt und gegenhält. Es gibt Momente, in denen der Einzelne die moralische Pflicht hat, zu widersprechen und sich zu widersetzen. Das erkennt auch unsere Verfassung an. Im Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Recht zum Widerstand festgeschrieben. Und zwar, ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.